Hey, Pflanzenfreaks und Gartengeeks, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ein neues Jahr, ein neuer Gartenvlog. Ja, wir machen eine kleine Bestandsaufnahme, wie es alles so ausschaut nach dem Winter. So, dann ich hatte hier Gummistiefel dabei. So, huch, was ist hier noch drin? Eine Anleitung. Ja, gut. Füße einfach hier oben rein. Machen wir das doch so. Ja, zum Zeitpunkt der Aufnahme ist es Februar. Ihr werdet das vermutlich, diesen Vlog, im Juni, im Ende Juni oder Anfang Juli sehen. Aus produktionstechnischen Gründen. Ja, aber zunächst mal der Rundgang, wie es denn aussieht. Und hier seht ihr ja, die Rahmenbedingungen haben sich geändert. Ich war nämlich schon mal hier, habe ein bisschen gestrichen. Erste Versuche, hier unten ein bisschen Rostwandler anwenden können. Ja, so viel zum Drumherum. Jetzt gehen wir rein. Ich sperre auf und wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Vlog. So, und jetzt seht ihr es ja schon direkt hier. Die Pflanzenwelt nach dem Winter. Ich habe einfach alles stehen und liegen lassen. Das werde ich jetzt nach und nach dann alles mal entfernen. Und ja, sehr interessant, dass alles dann doch noch so hier gewachsen ist. Da hinten war ja mal die Andenbeere. Da steht jetzt zum Beispiel noch eine Zwiebel. Und ihr seht auch diese ganzen Kürbisstränge, die gehen da nach hinten, zeige ich nachher auch nochmal. Und sehr schön natürlich die gute alte Staudensellerie, mit der alles anfing. Ja, hallo liebe Pflanzenfreunde zu einem weiteren Gartenvlog. Auf der anderen Seite sehen wir den Stechapfel. Moment, kurz die Hand wechseln. So, da sehen wir noch die Samenkapseln, da rasselt es auch noch drin. Der wird sich mit Sicherheit neu aussehen hier im Garten. Hier sieht man auch, wie der Stechapfel dann verholzt. Hier seht ihr noch die schwarzen Samen. Ja, hier der Gründünger. Zwischendrin auch interessant, dass da so rauskommt. Hier so Spinat, Ackersalatartige Dinge. Das hier wird wahrscheinlich ein unnötiges Beikraut sein, mach ich mal raus. Ansonsten sehr spannend, ja, was hier noch so aufgehen wird in der nächsten Zeit. Ja, auch ein weiterer Stechapfel, sieht man auch nochmal. Hier wunderbar, wie dick der wurde und ja, richtiges Holz. Hier unten, jetzt seht ihr mal, Daumen als Vergleich. Huch, was hängt mir denn da? Ja, sehr dick. Und auch hier vorn, da habe ich mal was abgeschnitten, da sieht man, könnte man wunderbar so ein Insektenhotel bauen. So mit mehreren von denen. Oder ein Musikinstrument. So, die ganzen Sachen kommen dann mal später noch auf einen extra Haufen hier, der ganze Trash. Und hier, schaut mal. Wunderschön. Ja. Das ist er. Mein allererster Baum hier im Garten. Ein Birnbaum. Eine Novemberbirne. Ja, hier unten habe ich auch noch jede Menge Knoblauch gesteckt. Hier möchte ich nämlich mal Erdbeeren kultivieren. Und da sind Knoblauchpflanzen ein sehr guter Nachbar. Ja, hier seht ihr die, geht alles schön auf, aber zurück zum Baum, ja, ein Spindelbaum ist das hier und ja, der wurde schon beschnitten, der kommt so von der Baumschule, oh, wunderbar,
Diese Oberfläche. Ja, ich bin ganz im Glück. Ja, hier seht ihr. So groß ist er, der Baum. So groß. Ja, so ein 1,50 Meter. Und er wird auch nicht so arg viel größer. Also ich möchte ihn so auf maximal 2 Meter halten. Ja, hier unten, das ist alles ja noch vom Einpflanzen. Frische Erde und dieses Gitter hier wurde mir empfohlen, falls doch mal ein Feldhase hier reinkommen sollte. Dass der jetzt nicht da gleich dran rumknabbert an so einem frischen Baum. Selbstverständlich auch stabilisiert mit einem Bindeschlauch. Einmal hier unten und einmal hier oben mit so einer Schlaufe. Damit das alles schön steht. Ja, wunderbar. Die Kartoffelecke wird jetzt zur Kräuterecke. Und hier seht ihr noch, ja, sieht jetzt eher tot aus. Aber hier diese grünen frischen Triebe sind der kommende Beinwell. Hier vorne und hier hinten erwarte ich auch nochmal, dass der Beinwell erneut treibt. Hier sieht man es schön grün zwischen den alten Blättern. Ja, so ein bisschen Beifuß steht hier auch noch. Immer noch witzig, wenn auch Leute mit dem Hund vorbeikommen und man Beifuß sagt. Und auch hier habt ihr noch gesehen in einem der letzten Vlogs, Gründünger. Ja, bin ich sehr gespannt, was für Überraschungen hier noch so rauskommen. Aber gehen wir mal rüber zum Salat. Also hier der Baum und hier seht ihr noch den Ackersalat. Der wurde jetzt wieder kleiner. Den habe ich jetzt einfach mal noch drin gelassen, in der Hoffnung, der sät sich irgendwie aus. Und auch hier drin noch die Überbleibsel. Und allerhand auch Ackerwinde. Ackerwinde habe ich viel. Da. Hier noch auch noch Knoblauch vom letzten Jahr. Den möchte ich auch blühen lassen, um mal zu gucken, wie das läuft, wenn man selber wieder Knoblauch weiterzieht. Und hier seht ihr noch den Power-Kürbis. Ihr erinnert euch an den letzten Vlog im letzten Jahr. Hier war der mal. Ihr erinnert euch hier an dieser Stelle. Ja, den hier lasse ich mal noch dran. Der hat es ja am weitesten geschafft von der Strecke her und dem sei der sonnige Tag hier heute noch gegönnt. Ja, hier sieht man noch die Ranke, die Fasern, Kürbisfasern. Ja, oh, hier hängt er sogar noch am Zaun. Oh ja, der hat noch Kraft. Uiuiui. Oh. Ja, das Otzwiger Penthouse steht auch noch, beziehungsweise ich habe ja mehrere. Hier nochmal nachschauen, dass alles stabil ist, aber das hat ja auch sehr gut geklappt. Kann ich nur empfehlen, stellt euch solche Töpfe auf für Ortswicker. Ja, nochmal kurz zum Drumherum. Hier kommt Farbe auf den Rostwandler. In einem hellen Farbton. Na, auch das gehört dazu. Die Infrastruktur. Wunderbar. So, ja. Ich find's toll. Und auf der Seite seht ihr halt die Rolling Stones. Da muss ich dann auch mal etwas nachbetonieren. Kommt auch in einem der kommenden Vlogs. Die Stelle habe ich schon vorbehandelt hier mit Rostwandler. Aber in diesem Vlog werde ich jetzt noch ein bisschen Rosen schneiden. Jetzt gilt es zunächst ein Auge zu finden. Hier ist eins. Ja, ich schneide immer kurz über so einem Auge und das Auge sagt euch dann circa, wo
die Rose wieder hintreiben wird, hier hoch jetzt in diesem Fall hoffentlich. Und so lässt sich die Pflanze dann grob dirigieren, aber ihr seht ja auch, wie zum Beispiel hier, naja, ganz eigene Wege. Ja, ihr seht es ja an der Farbe, sind verschiedene Triebe. Und hier links ein riesiges Auge, links. Und jetzt hier natürlich schwierig, hier sind einige. Ich glaube, ich, ja, so. So finde ich es ganz gut, da sieht man das leicht. Das Auge. Da soll die Rose dann weiter treiben. Hier, hoch. Jetzt sollte man das Auge richtig schön sehen, das hier. Da mache ich hier den Cut. Zack. Und dann treibt die Rose hoffentlich hier wieder raus. Und so kann man die Rosen dann schön zurückschneiden. Natürlich immer schön aufpassen mit den ganzen Dornen. Hier sieht man noch ein paar alte Blüten. Da werde ich hier einen Cut machen. Jawohl. Doch, die Rose nickt. Und ich finde es auch schon ganz gut. Hier diese wilde Hagebutten, die da noch mit drin sind, und der Looping. Ja, jetzt noch die ganz langen. Der hier. Den mache ich auch noch ab. Ich blende euch mal ein Bild aus der Zukunft ein, wie das Ganze dann geworden ist mit der Rose. Dann bedanke ich mich beim Zuschauen und ich freue mich, wenn ihr auch im nächsten Vlog wieder mit dabei seid, denn da haue ich Pflöcke in den Boden, räume den Garten auf und pflanze den Unboxing-Baum ein.